Wunderschönen guten Abend hier aus der Turtle Thunder Base. Ich bin's der Holger und ich möchte euch ein paar Informationen geben, Updates zu den letzten Tagen und was die nächste Woche für euch wichtig ist. Gestern am Samstag haben zwei wichtige Dinge hier stattgefunden. Zum einen haben wir die Turtle Thunder Base umgebaut, neue Kabel sind verlegt worden. Zusätzlich ist eine fünfte Kamera installiert worden, die jetzt von oben auch noch den Tisch zeigt, was wirklich ein echter Mehrwert nochmal darstellt. Wir haben Leute vom Gerd Junger gehabt, die die Arbeit gemacht haben. Vielen Dank an dich, Gerd Junger, dass du uns die Leute zur Verfügung gestellt hast. Dann haben wir den Sven Götz und den Andreas Wittmeier im Haus gehabt. Die haben uns eine neue Klimaanlage installiert, so dass wir auch für die Spieler gleiche Temperaturen und gleiche Verhältnisse schaffen können. Also in der Turtle Thunder Base passiert gerade wieder relativ viel. Ihr dürft euch freuen. Ich glaube, wir werden uns zum letzten Event nochmal deutlich steigern. 28.06. Heute in einer Woche ist Abgabe für das Feld. Wer am 28.06. nicht im Feld ist, bitte dran denken, kann an dem Event auch nicht mehr teilnehmen. Also ganz wichtiges Datum, 10.07. Danach kommt noch das Datum mit dem zweiten Gebot. Zwischen dem 28. und dem 10. werden wir hier ein, zwei Livestreams haben, wo entsprechende Personen gegen mich spielen werden. Damit kann jeder, der draußen ein Angebot abgeben möchte, nochmal sich tatsächlich ein Live-Eindruck verschaffen, wie agiere ich im Spiel. Damit sollte jede Diskussion zur Spielstärke von meiner Person auch erledigt sein. Und ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere gar nicht so hoch geht in der Vorgabe, wenn er sich das angeschaut hat. Oder vielleicht passiert auch das Gegenteil. Jetzt war gestern aber auch noch die Jugend da. Der Landesverband Baden-Württemberg, BVBW mit dem Präsidium und dem Jugendsportwart haben uns die Top 3 der Jugend hier nach Ladenburg gesendet, haben auch die Kosten dafür übernommen. Vielen Dank an euch, dass ihr das so gut unterstützt und uns natürlich auch damit helft, die Jugend in dem Format präsentieren zu dürfen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach das Video an. Ein, zwei Minuten. Es gibt einen spektakulären Ball, den müsst ihr auf jeden Fall gesehen haben. Ich würde sagen, wir gehen in das Video rein. Viel Spaß und bis gleich. So, wie versprochen, hier eine Zusammenfassung der Jugendsession. Drei Jugendspieler wurden uns vom Landesverband Baden-Württemberg empfohlen. Der Landesverband hat gesagt, das sind so die stärksten Spieler, die wir im Moment haben. Zum einen sehen wir im Bild den Erik Martin, 14 Jahre, spielt für den PBC Schwetzingen. Dann haben wir den Dennis Laskowski, spielt für den BBV Mannheim, den seht ihr hier im Hintergrund. Und wir haben den Michael Maczewski, PBC Freudenstadt. Von dem sehen wir noch gleich den verrücktesten Ball des Tages. Alle drei sind gegeneinander angetreten am letzten Samstag hier. Ziel war es herauszufinden, wer im Moment am besten trainiert ist, die stärkste Performance abrufen kann. Und haben wir uns einfach vorgenommen, dass wir die Jungs gegeneinander spielen lassen für den einen Startplatz in der Jugend. Das heißt, der Beste, der hier performt, bekommt den Jugendstartplatz und darf dann live für euch alle gegen die Turtle, sprich mich, antreten. Nach welchen Regeln wurde gespielt? Es wurde gespielt im Prinzip ganz einfach. Wir haben 15 Gewinnspiele ausgeschrieben. Jeder hat gegen sich selbst gespielt. Es wurde geprägt von den Jungs, aufgebaut von den Jungs. Danach gab es Ball in Hand. Sollten Problembälle nach dem Break liegen bleiben, dann hat der Marcel Rosso als Schiedsrichter, der auch für die Jugendveranstaltung hier verantwortlich ist, die Bälle getrennt. Damit hatten die Jugendspieler alle die gleichen Chancen und es ist wirklich sehr, sehr fair abgegangen. Man kann schön sehen hier, wie der 14-jährige Erik Martin die Platte sehr, sehr gut herunterspielt. Und für sein Alter muss man sagen, Hut ab. Das ist schon ein hohes Leistungsniveau. Gehen wir mal rüber zu dem Michael Maczewski vom PBC Freudenstadt und schauen uns den verrücktesten Ball an. Ihr seht hier den Michael im Prinzip auf der 3. Die 3 wird Mitteloch gespielt, gar nicht mal zu fest. Und ihr werdet sehen, was mit der 3 entsprechend passiert. Unglaublicher Ball, einfach nochmal in der Wiederholung gerne ansehen. Ich konnte es fast nicht glauben. Hammer! Ja, hier der Erik Martin. Auch da sieht man, es werden die Kugeln gereinigt, die Weise wird gereinigt. Es wird sehr darauf geachtet, dass wir hier vom Material her bestens aufgestellt sind, dass die Jungs auch die gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Schauen wir mal, wie er die Position 8 auf 9 jetzt stellt. Mitteloch gespielt, hervorragend, die Weise mit dem richtigen Tempo. Position 9 wird belohnt, kerzengerader Stoß
Und der Erik kann also damit dieses Spiel für sich entscheiden. Nun, wer hat gewonnen? Schauen wir uns an, den Gewinner des Tages, Dennis Laskowski vom BBV Mannheim, konnte den Contest für sich gewinnen, hat die meisten Spieler an ausgeschossen. Hier wunderschönes Stellungsspiel von der 4 auf die 5. Und da muss man einfach sagen, hat der Dennis letztendlich die beste Gesamtperformance an dem Tag gezeigt. Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank den Jugendlichen, vielen Dank vom Marcel Rosso, dass er sich so sehr bemüht hat um die Jugendlichen und auch nochmal vielen Dank an den BVBW. Die Kostenübernahme hat uns der BVBW zugesagt, dass eben da für die Jugendspieler entsprechend die Kosten auch übernommen werden. Das war's aus der Veranstaltung für die Jugend. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Minuten einen interessanten Einblick und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir bald von der Jugend wieder was Neues präsentieren dürfen. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ja? Wenn irgendwas sein sollte, meldet euch bei uns, sprecht unser Team an. Unser Team steht nach wie vor für euch alle zur Verfügung. Wir wollen, dass es ein tolles Event mit euch zusammen wird. Und in dem Sinne sage ich nur euch allen schönen Abend hier aus der Teutelhander Base. Macht's gut und bis die Tage. Euer Holger. Ciao, ciao.